Simi, wir drehen. Willst du mal hochkommen? Hallo sagen? Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von uns. Mein Name ist Claudi, das ist Sammy und wir begrüßen euch ganz, ganz herzlich in unserer Welt. Heute haben wir ja ein Hundevideo natürlich für euch und zwar gab es bei Zoo Royal die Xmas Surprise Box und die Sammy hat da richtig Bock drauf, ne? Der hat mich auch so ein bisschen aus dem Konzept gebracht heute. Die Superbox gab es auch und dann gab es von Zoo Royal, also von Zoo Plus gab es die beiden Boxen und von Zoo Royal gab es dann auch noch eine Schatzkiste. Und dann haben wir noch einen Adventskalender, also wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken. Lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ja, Sammy hat mich quasi gerade in dieses Zimmer hier rein verfrachtet, mehr oder weniger. Ne Maus und mich dazu aufgefordert, jetzt endlich dieses Video mit ihm zu drehen. Er hat nämlich Bock. Er ist ganz aufgeregt. Vorsichtig. Vorsichtig. Oh, vorsichtig. Sammy. Okay, ja, wir machen die jetzt auch. Okay, wir fangen einfach mal an mit dem Adventskalender. Der wurde uns jetzt empfohlen. Das ist der Rocco Merry Christmas Adventskalender und wir gucken einfach mal rein, was so drin ist. Er soll nämlich besser sein als die, die wir bislang aufgemacht haben. Sprich halt auch getreidefrei und so weiter. Sammy, soll ich jetzt wirklich alle Nummern suchen? Nein, ich glaube, ich mache hier jetzt tatsächlich mal exemplarisch ein paar Nummern auf. Also ich glaube, das macht jetzt am meisten Sinn, sonst wird das Video zu lang. Ich nehme jetzt einfach mal hier in der Mitte die 24. Oh, die ist ja richtig groß. Da ist so ein Kauknochen drin, den brauche ich Sammy jetzt eigentlich aktuell noch nicht zu geben. Das ist ein bisschen Frühmaus. Was machen wir denn noch auf? Die 12 können wir aufmachen. Komm, wir machen mal die Kläppchen auf, die mir immer am wichtigsten sind. Mmh. Oh, da hast du auch richtig was zu kauen. Da ist so Rinderkopfhaut oder so ein Kram drin. Hast du Bock? Nimm's mal. Oh, das riecht so richtig geil natürlich. Ja, also ich glaube, das ist was für ihn. Kopfhaut ist das, genau. Und da ist auch gut was drin. Guck mal, was in der 1 so drin wäre. Oh, da steht es auch richtig drauf. Das finde ich cool. Das ist Dörrfleisch. Okay. Das sieht ja, ne, wenn es so natürliche Geschichten sind, nicht immer unbedingt hübsch aus. Aber die Hunde lieben es. Ja, da ist ja noch ein Stück liegen. Da hast du gut was zu tun. Nikolaus, gucke ich mal. Oh, da hätten wir Lungenstückchen drin. Auch das richtig cool. Und die 8 gucken wir uns auch mal an. Da hätten wir Dörrfleisch drin. Sammy, ich glaube, Dörrfleisch kannst du mal probieren, oder? Nicht immer? Na? So ein kleines bisschen? Hm? Ist geil, oder? No. Stinkt wie Hulle, scheint aber sehr gut zu schmecken. Boah, das stinkt echt richtig krass, Leute. Aber Sammy steht total drauf. Also auf jeden Fall vielen Dank für die Empfehlung. Das haben mir wirklich einige unter die Adventskalender-Videos von Sammy geschrieben. Eine gute Geschichte auf jeden Fall. Ne? Willst du jetzt Fräuchchen zu krümeln? Findest du das gut? Ja? Ja? Okay, kriegst du jetzt zwischenzeitlich mal dieses Teil hier. Auch noch von der Kopfhaut. Guck mal, nehme ich mal in die Schatzkiste rein. Das ist die Zoo Royal Schatzkiste. Ja, das ist halt so eine Box, die kann man so bestellen. Da sind dann verschiedene Sachen drin. Da sind Spielis manchmal mit drin. Da ist manchmal, also da ist immer Trockenfutter, Nassfutter, Leckerlis und so ein Kram mit dabei. Ja, du hast da erstmal so einen 5€ Rabatt. Mindesteinkaufswert 49€ bis 31.01.2020 mit diesem Code X-MES5, genau. Kannst du 5€ sparen. Genau. Und da werden auch noch Zoo Royal Schatzkisten verlost, wenn man das entsprechend postet. So, dann haben wir ein bisschen Nassfutter von Gran Cano Sensitiv reines Lamm. Das finde ich sehr cool, diese Nassfutter-Geschichten, ne? Die bekommt Sammy ja auch immer. Und wie viel ist denn hier drin, Sammy, sag mal? 200 Gramm. Der ist noch vollkommen mit seiner Rinderkopfhaut da beschäftigt. Hardys Traum haben wir hier auch nochmal. Rind mit Kürbis und Apfel. Das ist sehr cool. 200 Gramm sind hier enthalten. Man sollte es auch richtig in die Kamera halten, Claudia, ne? Ja.
Auch das finde ich ganz cool. Dann habe ich hier eine größere Dose von Zooroyal, Charlies Naturkost. Huhn mit Kartoffeln und Sonnenblumenöl. Das hatten wir tatsächlich auch schon öfters mal da. Das sind 400 Gramm hier in dieser Dose. Auch diese Dose hat 400 Gramm Zooroyal Rind und Pute. 100% frische Zutaten. Und oh, guck mal, da ist so ein Golden Retriever abgebildet. Das ist natürlich niedlich. Aber es zeigt halt einfach, dass es auch für die Größe von Sammy durchaus geeignet ist. Also Sammy ist ja ein Straßenhund, ehemaliger Straßenhund. Das heißt, wir wissen nicht genau, was für eine Rasse da jetzt so drinsteckt. Es wird aber gesagt, dass hauptsächlich Schweizer Schäferhund drinsteckt. Also wenn man sich da mal die Bilder anguckt, das passt schon ganz gut. Hier haben wir dann noch ein bisschen Leckerlis. Das sind Hundezigarren, ja, aus Hirschfleisch. Also ich finde diese Bezeichnung Zigarre jetzt ehrlich gesagt nicht so gut, um ehrlich zu sein. Okanes ist da die Marke. Drei Fleischzigarren für Hunde sind hier enthalten und die schauen so aus. Sowas mag er auch, ne? Das kriegt er auch. Das sind 73 Gramm insgesamt und ja, die sind dann halt etwas weicher zum Kauen. Hier habe ich so ein Quetschi. Spielzeug von Trixie. Ist das so ein Hängevieh. Also sowas kann ich hier tatsächlich nur zu Dekozwecken verwenden, weil wenn der einmal reinbeißt, ist das Ding kaputt, ne? Also lass dich nicht stören, kleiner Mann. Ja, es quietscht halt, ne? Aber ich weiß nicht, warum das hier so ein... Weißt du, warum das hier so ein Viech dran hat, Sammy? Hast du schon aufgegessen? Oh mein Gott. Mausi, willst du meine Hundezigarre probieren? Oh, du kannst ja heute so viel probieren. Hm. Ja, können wir mal aufmachen, ne? Lässt du bitte da hinten den Schrank heile? Achso, man hätte es hier auch aufreißen können, ne? Ja, ich weiß, Frauchen ist dämlich. Ja, ich weiß. Ja, ich weiß das. Das ist dir durchaus bewusst. Okay. Boah. Die riechen aber interessant, um es mal so zu sagen. 98% Muskelfleisch vom Hirsch, 2% Kollagen-Seitling. Kann Spuren vom Rind aufweisen. Okay. Ach, sowas möchte ich lieber zu Dekozwecken nehmen, weil das so niedlich ist. Und dann gebe ich ihm das 2 Sekunden, dann ist dieser echt kaputt, ne? Der ist echt hübsch. Ist auch von Trixie. Hat er einen Namen? Spielzeug. Toy. Ein Spielzeug. Der hat auch noch ein Quietschi drin. Willst du den haben? Der quietscht, ne? Der quietscht. Ja, aber nicht, wenn er noch dieses Vieh hier dran hat, Sammy. Das ist nicht gut. Weil das verschluckst du und das tut dir nicht gut. Ich kann dir den mal geben. Aber ich kriege das nicht ab hier. Gleich verschluckt ein Frauchen das, ne? So. Ja. Das hat ja super funktioniert hier. Ach komm. Du willst ihn haben. Jeden Elch. Da kannst du jetzt hier mit spielen, ne? Aber. Du machst ihn kaputt. Den schönen Elch. Ist er nicht niedlich? Gleich ist er kaputt. Nimm ihn. Hab Spaß mit ihm. Na, jetzt wird er noch nicht mal so richtig, ne? Du musst ja erstmal abchecken, was sonst noch so geht. Okay. Fruities mit Fasan und Feige habe ich hier auch noch mit drin. Oh, guck mal, das ist mit so Herzchen. Und du musst gleich was trinken, dann sage ich dir so. Ob du willst oder nicht. Frechen ärgert, ne? Ja, Entschuldigung. Ja, die hatten wir schon mal. Nicht mit Fasan und Feige, muss ich sagen, aber, ne? Das sind halt so wirklich so ganz kleine Leckerlis, die man halt so zum Trainieren nehmen kann. Oh, die riechen aber lecker fruchtig, Sammy. Möchtest du mal probieren? Hast du das jetzt weggeatmet? Noch ein? Willst du noch ein? Ganz vorsichtig, ne? Ja, kann man machen, ne? So, hier haben wir noch ein bisschen Nassbutter. Das hatten wir auch schon mal. Rind. Wow. So natural, so good, so wow. Genau, hier sind auch wieder 400 Gramm enthalten. Du hast mich gerade voll angesabbert, Herr Hund. Natur im Biss. Auch das hatten wir schon mal in so einer Box mit drin. Ente-Seelachs-Duett. Das hatten wir jetzt noch nicht so in der Konstellation. Aber dieses Naturimbiss, ne, von Christophorus. Willst du einen probieren? Willst du danach auch endlich mal was trinken, Maus? Nee, ne? Ist noch so viel Yam-Yam hier. Riecht gut. Hat er kurz Angst gehabt, dass ich das esse? Nein, das isst Fräuchen noch nicht.
den hier oben mal hin. Nee. Hält nicht, ne? Sieht man den? Ja, so ein bisschen, ne? Ach, das wird das letzte Mal sein, dass wir ihn sehen werden. Okay, Chicos, die finde ich super. Das sind Käsewürfel, das finde ich auch klasse. Mit 100% Ente, mit herzhaftem Käse. Nom. Nom. Achso, wie viel ist denn da drin? 80 Gramm. Die sehen aber sehr interessant aus. Und Sammy so, meins? Ja, da ist Käse drin, da kann er schön von pupen, ne? Darf ich da bitte eins von in die Kamera halten? Und da willst du alle auf ihrem Weg zerstören. So schaut es aus. Und ganz offensichtlich hat Sammy da gerade echt Bock drauf. Käse halt, ne? Schmeckt das? Na gut. Aber nicht alle auf einmal, Sammy. Sag ich dir so. Das sag ich dir so. Es geht noch weiter. So. Das ist von Soroyal Beef Snack. 100% Rind im Fleischanteil. Hättest du nicht mit gerechnet, ne? Sind wir wieder an dem Punkt angekommen, wo Frauchen sagt, sie müsste mal eine Schere haben, ne? Oh. Geht auch so. Okay. Ja, das riecht wieder so nach diesem Beef-Gedöns. Das ist Neumaus, ne? Dass du so nah zur Kamera gehst, um das abzubeißen. Oh, Sabba. War das lecker? Das sieht aber auch echt lecker aus, muss ich gestehen. Ja. Ist weicher. Okay. Natural Taste. Boah, du wirst so Bauchschmerzen nachher haben. Echt. Granata Pet. Edler Snack, 100% natürlich, kalt geformt, 100% frisches Fleisch. So schaut das aus. Jo, was haben wir denn da drin? Ohne Getreide. Auch das finde ich schön. 90 Gramm. Ey, wenn ich jetzt alles aufmache, Sammy, ne? Du alles probierst. Ja, das riecht halt auch wieder nach diesem Fleisch. Und er so, ich nehme es wohl, okay? Das kitzelt jetzt auf meinen Fuß geschmissen. Oh nein! Nicht meinen Fuß ablecken, Sammy. Das kitzelt wirklich. Okay. War lecker. Bislang hat ihm alles sehr gut geschmeckt. Dann haben wir hier von Liebesgut. Auch das hatten wir schon mal. Life Balance Concept Bio Rind, laktosefrei. 100 Gramm sind hier enthalten. Das ist auch wieder so ein Nassfutter. Mera, Nature's Effect. Das sind Snacks und zwar Crunchy Nuggets mit Ente, Rosmarin, Karotten und Kartoffeln. 100 Gramm sind hier enthalten. Oh, du darfst alles probieren, Maus. Wenn das nicht mal was ist. Oh nein, Bräuchchen hat es falsch aufgerissen. Jetzt kriegt sie es nicht auf. Was machen wir jetzt? Wir machen mal kurz eine Trinkpause und eine Ich-hol-mal-eben-eine-Schere-Pause. Von Mera. Oh doch, das hatten wir, glaube ich, schon mal so in der Art. Oh, das riecht angenehm nach Karotte. So schaut es aus. Möchtest du hier eigentlich nachher wischen, Sammy? Oder soll ich das machen? So, dann haben wir hier noch Kauknoten. Oh, da hat er lange Spaß dran. Das finde ich gut. Aus Rinderhaut mit Huhn. Das ist von der Zoroyal Eigenmarke. 84 Gramm sind hier enthalten. Also das ist auch wieder eine Originalgröße, würde ich mal so sagen. Aber ich denke, weiß nicht, kannst du da jetzt schon was mit anfangen? Ja, eigentlich schon, ne? Das ist quasi dann richtig diese Rinderkopfhaut und dazwischen ist Huhn. Also, so sieht es quasi aus. Und last but not least haben wir hier von Belcando Dog Adult GF Beef, Rezeptur ohne Getreide. Ach so, das ist dann wahrscheinlich getreidefrei, Beef. Rezeptur ohne Getreide, Holistic Nutrition, beste Proteinqualität und ja, ein Kilo ist hier in dieser Probierpackung enthalten und das finde ich ganz gut. Ich glaube, von Belcando hatten wir auch schon mal was und das hat ihm ganz gut gefallen. Ist halt immer recht teuer, ne? Deswegen freue ich mich, wenn das auch dann in solchen Boxen mit drin ist.
So, das war jetzt die Zoo Royal Box. Da kann ich dir auch jetzt mal hier da mal so den Gesamtwert einblenden und quasi das Wievielfache zum Einkaufspreis das gewesen ist, weil wir wollen ja auch so ein bisschen Zoo Royal gegen Zoo Plus antreten lassen. Das Pendant von Zoo Plus ist Exclusively for Dogs, diese Superbox. Jo, ne? Da steht es auch drauf, Superbox. Und da schauen wir doch mal rein. Okay, was mir hier schon mal auffällt, ist, dass wir obendrauf erstmal Luftpolster haben. Das hatten wir eben nicht. So, exklusiv vor Zoo Plus. Achso, und dann stehen die stehen da bestimmte Produkte drin. Okay, aber ja, gut. Dann schauen wir mal. Weil so prall gefüllt ist die jetzt nicht. Hier haben wir Wolf of Wilderness. Das könntest du jetzt theoretisch, ja, Flying Free Frisbee verwenden. Yay. Ist Sammy jetzt nicht so der Fan von, muss ich gestehen. Sammy ist eher so der Tau-Typ. Ja, kann man machen. Und dann haben wir hier einen Dosendeckel. Wolf of Wilderness, Keep it Fresh, Can Cover. Can Cover, genau. Das ist eben für diese Dosen ein Draufsetzvieh. Wir haben Nassfutter von Lucullus, Menu Rust. Gustico, Beef, Grain-Free, das ist Human-Grade-Quality und mit Kürbis, Zucchini und Apfel scheint es zu sein. Und Oregano ist da auch enthalten. Sammy findet das relativ langweilig. 400 Gramm sind hier enthalten. So, hier haben wir The Wolf of the Year, 20 Jahre, zur Plus ihr Gratis-Snack, Purison-Snack, Rind und Huhn. Okay, das sind Snacks hier einfach drin. Okay, das ist ganz nett. Sammy sabbert. Oh, Hund. Hund. Okay, dann gucken wir mal hier rein. Riecht nach nicht viel, muss ich sagen. Ist einfach so ein trockener Würfel, ne? Wie so ein Brühwürfel irgendwie. Oh, die ist aber schnell eingeatmet, Hundi. Hundi Kapundi. Oh, endlich gibt's wieder was zu essen. Ich habe tagelang habe ich nichts bekommen. Und jetzt, endlich. Nach einer langen Durststrecke kann ich endlich wieder was essen. So. Von Rocco. Die Fleischmahlzeit. Hier sind 300 Gramm Pure Beef drin. Bist du so aufgeregt, Maus? Dann haben wir von Baku Reward, also Belohnung. Mit Lamm ist das. Sugar Free, zuckerfrei. 200 Gramm sind hier enthalten. Jo, ne? Riecht halt nach diesem typischen... Achso, Monsieur möchte also erstmal probieren. Bevor ich das in die Kamera halte, meinst du, dass du erstmal gucken musst, wie das überhaupt schmeckt? Nicht, dass ich da irgendeinen Murks mache, ne? So sehen die aus. Das sind so Mini-Knochen. Ja, natürlich kannst du das. Alles für dich. Jo, dann habe ich hier noch eine Box. Wild and Free Wolf of Wilderness. Und hier sind drin 300 Gramm. Trocken und 400 Gramm Nassfutter wohl in dieser Box. Wollen wir die mal aufmachen, Sammy? Ist natürlich jetzt Verpackung noch zusätzlich. Ob das jetzt sein muss, weiß man nicht. Aber gut, dann haben wir hier einmal dieses Trockenfutter mit drin. Mit frischem Fleisch, Cod, weiß ich nicht, was es heißt. Turkey, also Truthahn und Cranberries. Jo, 300 Gramm. Und 400 Gramm von diesem Nassfutter, was da angesprochen wurde, The Taste of Canada. Und das ist ein, 400 Gramm sind hier enthalten. Das ist ein getreidefreies Produkt. Ja, eine Mini-Box in der Box. Okay, und dann haben wir hier noch, Entschuldigung, Sammy, ich wollte nicht, ne? Trockenfutter mit drin, das ist Wild Elements American Style Dog Food, Multi-Animal Protein mit Truthahn. Und Nebraska Beef, Rindfleisch. Ja, ne? Das ist auch ein Kilo. Das war jetzt tatsächlich schon die Superbox von Zoo Plus. Da hatte Sammy gar nicht so viel zu snacken, ne? Das ist irgendwie ein bisschen mau gewesen. Aber ich glaube, die war auch ein bisschen günstiger. Ja, und ich blende hier auch hier jetzt mal ein, was quasi der Wert der Box ist, auch in Relation zu dem Einkaufspreis, also das Wievielfache vom Einkaufspreis das quasi ist. Damit man so einen kleinen Vergleich hat.
Aber wir sind natürlich noch nicht fertig, weil, lieber Sammy, wir haben nicht nur zwei Boxen und einen Adventskalender. Nein, wir haben auch eine Surprise Xmas Box. Huhu, du sitzt davor. Das ist dieses Ding. Tada! So schaut sie aus. Da ist so ein Hund oben drauf abgebildet und auch die konnte man bei Zooplus erstehen. Und das haben wir getan. Sammy und ich vor allem. Ach so, er hat sich schon mal sein Plüschi geholt und kaut jetzt einfach mal ein bisschen drauf rum. Gut, man kann seine Langeweile auch entsprechend durch Herumkauen auf einem Elch vertreiben, ne Sammy? Wenn Frauchen nicht mit dem Futter um die Ecke kommt, dann tötest du halt den Elch. Das ist schon ein bisschen traurig, was ich da gerade sehe. Aber na, wir machen mal hier, wir gehen mal los. Ja, das erste, was in dieser Box drin ist, ist ein Kopf von einem Eichhörnchen. Ja. Das quietscht laut. Nein. Du hast hier deinen Elch. Kümmer du dich um deinen Elch. Hier ist dein Elch. Nein, ich will das andere Frauchen. Das ist viel lauter. Oh. Nein, das ist meins. Du hast dein Elch. Nimm dein Elch. Nimm doch dein Elch. Na, dann nimm ich ja meinen doofen Elch. Du hast deinen doofen Elch weggetan. Warte, bevor du das kriegst, muss ich aber hier dieses Kram abmachen. Das kann ich dir nicht einfach so geben, Sammy. So. Warte. Das kannst du sogar bei 30 Grad waschen, aber es wird nicht überleben. Ich mache hier auch mal dieses Schildchen ab. Weil das ist das Erste, was du rausreißen wirst. Diese Mütze ist so toll, ne? Diese Bombenmütze. Deswegen trage ich übrigens auch nicht mehr bei Adventskalender-Unboxings mit Sammy eine Weihnachtsmütze. Jetzt hast du schon zwei Plüschis. Die werden beide nicht lange überleben. Der Bommel ist gleich schon weg. Okay, dann gucken wir mal. Hier habe ich ein Gratismuster. Ja. 160 Gramm Nutrofeed Clean, Grain-Free, getreidefrei, leicht verdaulich. Das scheint mit Lamm zu sein, ja. Das ist eine Trockenfutterprobe. Da haben wir direkt ein paar von drin. Das heißt, hier ist noch eine weitere davon. Und noch eine. Mensch, die Box ist definitiv besser gefüllt. Also das muss ich wirklich sagen. So, dann haben wir hier von Hill's ein Dental Care Chews Minty and Delicious. Das sind so Kaustangen hier enthalten. Okay, es reicht. Ihr habt einfach schon das Ding aufgekriegt. Es hat nicht lange gedauert. Sammy, du hast es schon offen. Dann kannst du es nicht weiterhaben. Wie macht ihr das, wenn eure Tiere das so weit aufhaben? Nehmt ihr ihnen das dann weg oder nehmt ihr dann das Zeugs raus oder lasst ihr die machen? Ich habe immer ein bisschen Angst, dass die das dann quasi, ne? Das finde ich immer so ein bisschen schade, dass sie das verschlucken oder so. Dann müssen wir uns was überlegen. Du kriegst jetzt erstmal hier eins von diesen Dental Care Viechern. Ja, da sind drin 170 Gramm. Oh, die riechen wirklich leicht minzig. Ich weiß nicht, ob sie... Nee, ich spuck das wieder aus. Nochmal versuchen. Also, ihr seht, er geht da nicht so steil drauf, ne? Sagt direkt so, Nein. Er mag es offensichtlich nicht. Und dann haben wir hier 8 in 1 Meaty Treats. 100% Hühnchen ist hier enthalten, ohne Zucker, ohne Farbstoff heißt das, Sammy. Ohne Geschmacksverstärker, ohne irgendwas. Also einfach nur Hühnchen. Gefriergetrocknetes Hühnchen. Das nehme ich eigentlich ganz gerne. Das klingt doch so schön, ne? Nehme ich ganz gerne, wenn ich im Sommer für Sammy Eis mache. Dann mache ich das einfach mit Wasser und eben solchen Leckerlis und friere das dann so ein. Ne? So leicht und so lecker und glutenfrei und oh mein Gott. Dreimal von Jim Dog, so Fleischklöpschen von Gimborn. Okay, so, dann gucken wir uns das mal an. Das erste, was wir hier haben, ist mit, ach du ahnst es nicht, das sind Bananen, Sammy. Das ist mit Hühnchen, Banane und Sellerie. Mit Sellerie?
Ich spiele gerne mit Sammys Zunge, es tut mir leid. Ja. Kann ihm auf jeden Fall nicht schaden, weil Banane stopft ja. Das sieht so ein bisschen auch aus wie so ein Knochen, ne? Ja, heißt ja auch Meat Bones. Superfood. Dass du das magst. Mit Sellerie, Sammy. Aber gut. Dann haben wir hier eins mit Karotte und Spinat und halt auch mit Hühnchen. Das sind aber so kleine... Warte, Sammy. Das muss räuchern. Na, erst muss Sammy zeigen. Warte. Das sind halt auch so Würfelchen tatsächlich. Jetzt darfst du. Möhre ist der auch so. Der ist auch einfach so eine Möhre. Das mag der ganz gerne. Dann habe ich hier als letztes Superfood Meatballs mit Hühnchen, Süßkartoffel und mit Hirse. Die hatten wir schon mal, glaube ich. Die hat ihm, das hat ihm ganz gut geschmeckt und hier sind 70 Gramm auch wieder drin. Ja, die hatten wir schon mal. Die sehen so aus. Ja, die sind etwas härter. Da musst du etwas mehr kauen, Maus. Dann habe ich von Wolf of Wilderness Fury Volcanoes, okay, Single Animal Protein, 300 Gramm sind hier enthalten, mit Lamm scheint es dann auch zu sein, weil da ist ein Lamm abgebildet. Frisches Lammfleisch mit Kieselerde, Waldbeeren und Wildkräuter. Die hatten wir auch schon mal. Yummies, Leckerbissen für glückliche Hunde mit Geflügel, ohne Getreide, ohne Zucker, 175 Gramm sind hier enthalten. Da sind Bock drauf, ne? Das sind so Mini-Knochen. Die schauen so aus. Ist gut, ne? So. Boah, hier haben wir noch eine große Packung Trockenfutter von Happy Dog Sensible Friends Gourmet-Ente. Oh, Sammy, Gourmet-Ente. Ein Kilo ist hier enthalten. Dann haben wir von Lucullus in Harmony with Nature mit Rind à la Provençal. Mit Kartoffeln und Ratatouille-Gemüse. Mhm. 300 Gramm Nassfutter. Dann haben wir von Rinti Finest Geflügel pur und Schinken. Helle Filetstücke ohne Innereien, ohne Leber. Und hier sind 150 Gramm enthalten. Mensch, die Box, die gefällt mir richtig gut. Da ist ordentlich was drin. Jetzt kriegt er mal so ein bisschen was aus dem Adventskalender, diese Lunge. So, dann habe ich Wolf of Wilderness Wild Hills. Ente mit Waldbeeren, Wurzeln und Wildkräutern. 400 Gramm. Oh, den hatten wir auch schon mal von Vitakraft, den Beef Burger. Das mag der ganz gerne. Das ist ja mit einem Haps in dir im Mund, ne? Da sind sogar zwei Burger Patties drin. Hams. Groß. Ja, das riecht auch ganz lecker. Könnte ich jetzt auch so essen, tatsächlich. So, dann haben wir noch von Granata Pet Natural Taste Zahnpflege Dental Care. Dreieckstangen, kalt geformt, optimale Zahnreinigung, 100% frisches Fleisch ohne Getreide. Und hier sind 70 Gramm enthalten. Hm. Nur hochwertiges Frischfleisch. Du weißt gar nicht, wie dir geschieht hier, ne? Oh, es ist ein Highlight. Ja, das ist halt wirklich so ein Dreieck, ne? Ja, das mag der. Aber das von eben, das war nicht so seins. Ja, wenn das so minzig ist, das ist auch nicht Sammys Welt. Und als letztes haben wir hier mit drin Wild Elements American Style Dog Food Duck with US Nebraska Beef. Und hier müsste dann auch wieder ein Kilo drin sein. Und auch zu der So Surprise Xmas Box blende ich dir mal den Gesamtwert der ganzen Produkte ein. Genauso auch den quasi Relationswert, ne? Also ich muss sagen, dass uns das Ganze hier ganz gut gefallen hat. Wenn dir das Video gefallen hat, dann lass uns doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würden wir uns mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir einfach mal hier oben die Playlist zu den ganzen Sammy-Videos. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Würde ich mich mega drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!